This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Kriegsvideo. Wir spielen gegen, ja, den Namen kann ich nicht aussprechen. Mein erster Gegner, den Namen kann ich auch nicht aussprechen. Aber wir haben schon mal gelbe Steine unterbastet, was gar nicht so verkehrt ist. Wir haben auch einige grüne Steine. Okay. So, wenn ich jetzt den roten Diamanten spiele, dann würde der gelbe Stein ein hochgehen und der andere gelbe Stein auch. Aber der mittlere gelbe Stein würde auch ein hochgehen. Das bringt uns nicht weiter. Aber dafür das hier, Bastet ist schon mal down. So, jetzt müssen wir Liu Bais Seite kaputt machen. Denn der ist gefährlich. Das steht fest. Das Problem ist Kleopatra. In der Mitte habe ich nichts. Und auf der rechten Seite habe ich genauso wenig. Vielleicht sollte ich jetzt den roten Diamanten ausspielen, damit ich hier mal ein bisschen Bewegung reinbekomme. Ja, das machen wir auch. Mit Toxic warte ich nochmal eben. Okay. So. Mit Toxic warte ich. Die gelben Steine werden, glaube ich, Liu Bei nicht kaputt machen. 672, das sind nur zwei Steine. Und auch Pingy wird nicht sterben. Es wären aber drei Steine. Nee, das machen wir so. Sehr gut. Wir haben Minions. Wir bekommen weniger Schaden, da die ein bisschen Schaden absorbieren. Okay, das ist schon mal gut. So, jetzt hole ich mir den Mana Boost. Und jetzt werden wir aber auch die rechte Seite legen. Erstmal, bevor ich heile, erstmal den weißen Hasen. Das sollte ja nicht so viel sein. So. Dann heile ich das erste Mal mit Leanbrook. So habe ich eine kleine Heilung. Dann ist Verline wieder mehr oder weniger getoppt. Dann baller ich da nochmal rein. Dann Toxic. Und dann meine gelben Steine. Und dann ist Pingy weg. Und Kleopatra braucht gar nichts zu heilen. So. Jetzt kann ich hier grün ghosten. Das machen wir so. Dann kann ich da schon mal die Minions entfernen. Dann heile ich wieder. Dann spiele ich wieder in Kleopatra rein. Und dann lasse ich die blauen Steine verschwinden, würde ich sagen. Ja. Weg mit Blau brauchen wir nicht. Ah, wir bekommen eine Menge Grün. Sehr viel Grün sogar. Ach, Mann, ey. Wieder hier so ein bisschen die Zeit hinauszögern umsonst. Aber, ja. Man kann es jetzt nicht ändern. Wie lange? Ein Zug. Okay. Also machen wir nochmal nix. Ein Zug lang. So. Yo, das dispellen wir. Wir gehen auf Kleopatra. Und dann können wir rot spielen. Gelb geht hoch. Das machen wir so. Dann können wir nämlich grün nochmal ghosten. Dann ist Kunell ready. Und die macht hier einen Schlussstrich.
Sehr schön. Ja, auf geht's mit meinem Lieblingsteam ins nächste Match. Zwei Grüne sind dabei: Guan Yu, Mutter Nord. Daewoo-chan macht Minions, Pingyi macht Minions. Ich muss nur meine 7 Steine zusammenbekommen. Aber das wird sich etwas schwierig gestalten, so wie es scheint. Okay, warte mal. Ich habe 9 lila Steine. Ich könnte gelb-blau spielen. Das geht in grün. Macht mir aber mein lila Match kaputt. Oder wir fangen erstmal hier unten an. Oha! Junge! Was ist denn mit Lila los, ey? Okay. Gut, ich musste jetzt hier nicht mehr viel machen. Das ist jetzt schon vorbei eigentlich. Das war mehr oder weniger geschenkt, wenn ich das so sagen darf. Aber es gehört dazu. Gut, wir werden heilen. Ja. Dann können wir die linke Seite anfangen kaputt zu machen. Dann ist Hohenwerf down. Oder aber wir machen das so. Dann ist Guan Yu down durch lila Steine. Gut, ich könnte es jetzt auch mit Alucard machen, ist egal. Es gibt so viele Optionen, wie ich das hätte machen können. Also. Komm her, ich brauche den Heal gar nicht. Der ist überflüssig. Dann sollen meine Minions lieber Schaden machen. Das war's auch schon. Tethys beendet das hier. Wundervoll. Herzallerliebst. So, auf geht's ins nächste Match. Ja, 2 gelbe, ich nutze das wieder aus. Ne? Oder ich versuche es auszunutzen auf jeden Fall. Lila Mutter Nord, das ist perfekt. Dann könnte ich Rot-Gelb spielen, Lila geht hoch. Nee, das klappt nicht. Ich müsste erst grün spielen. Ja. Und dann hätte ich da oben sogar eine 5er-Reihe. Gut, das machen wir erstmal. Erstmal Mutter Nord rein. Dann spielen wir grün. So, dann ist gelb ganz oben und lila da drunter. So. Wir spielen lila. Freya ist uns egal. Okay, das ist schon mal. Sehr gut, wir haben jetzt halt kein Attack-Up von Midnight, ne? Weil sonst wäre hier alles kaputt. Aber wir können hier schon mal was machen. Definitiv. Okay. Die linke Seite ist weniger geschwächt, also gehen wir mit Hanna da drauf. Cleopatra ist down und Pingyi auch. Achso, und Penolite auch. Oh, okay, Miss. Ja, gut. Schade drum, aber Blau haben wir noch hier. Und Blau haben wir auch unter Cleopatra, nur hat sie gerade Minion bekommen. Dann ghosten wir halt ein bisschen. Jo, hier können wir was machen. Sehr gut, das war's auch schon. Das war ein schnelles Match. Gleich weiter. Mein grünes Team spare ich mir noch auf. Oh Mann, ey. Nice. Das habe ich sehr selten. Dann war das die richtige Entscheidung. Ja, gut, er hat jetzt Minions. Okay, die rechte Seite, da haben wir viele blaue Steine. Wir brauchen aber nur 3. Dann haben wir hier schon die komplette Kontrolle mit Waterpipe.
So, da machen wir auch ein sehr schnelles Match draus. Tethys, das Biest, macht hier jetzt alles alleine, ey. So, dann spielen wir, ghosten wir hier weiter. Sehr gut. Jo, alles klar. Adalinda macht hier den Rest. Komm, André und André und Lala dürfen auch einmal auslösen, weil sie dabei waren, ja. Sonst ist das ja doof. Nice. Rein, raus, Ende. Und weiter geht's. Jetzt mal mit meinem grünen Team, da sind auch genug Minions bei. Ich meine, wir haben sowieso an der Torte, aber tja, keine grünen Steine. Oh Mann. Gut, fangen wir erstmal mit Lila an. Ich meine, Zeit kann ich ja in Daojeon spielen. Aber irgendwann brauche ich die Steine auch. So. Warte mal, wenn ich jetzt rot spiele, dann habe ich ein grünes Match. Und wir haben Lila. Warte mal, wir können nochmal gelb spielen, dann haben wir wieder grün. Das bevorzuge ich zum jetzigen Zeitpunkt, weil ich will nicht, dass Pingy hier eskaliert. Das wäre schön doof. Den werden wir auf jeden Fall jetzt legen. Auch wenn Octros uns auch im Weg ist. Aber ich kann dann jetzt gleich, weil er weg ist, die vier Steine ghosten und habe genug Heal, um Octros zu kompensieren. Okay, so. Fluffy macht das ganz alleine. Da mache ich mir keine Sorgen. Yep, ist weg. Jetzt ghoste ich ja die vier Steine. Was bedeutet, ich kann hier in die Mitte reinspielen. Mit Elnadahar meine ich jetzt. Oder ich warte lieber noch einen Zug. Ja, ich warte noch. So, okay. Gut. Dann benutzen wir jetzt Heilung über Zeit. Ich spiele in Daojeon. Okay. Sie heilt, alles klar. Wir sammeln noch Steine. Gut, wir können jetzt anfangen zu heilen. Erstmal Daojeon. Daojeon zuerst, dann spielen wir wieder rein. Mann, du Alter, ich hab hier keine grünen Steine. Und Mutter Nord löst jetzt gleich auch noch aus. Was echt, echt doof ist. Jetzt muss ich halt eine Combo reinspielen, weil Sif, Mutter Nord und Daojeon den Debuff haben. Ich kann also jetzt noch nicht Sabina benutzen. Okay. Okay. Also, wir spielen jetzt nochmal in Daojeon rein. Ah, Pingy ist wieder da. Mist, ey. Das ist jetzt natürlich scheiße. Ja, dagegen kann ich jetzt nichts machen. Immerhin sind ein paar Minions wieder verschwunden, ne? Aber. Das nützt ja nichts. Jetzt werden wir versuchen, Mutter Nord zu legen. Denn Fluffy. Oder. Ja, doch. Oder sollte. Nee, ich sollte wirklich Mutter Nord killen. Ich könnte auch Daojeon jetzt legen. Aber ich habe keine Steine. Ja, das ist jetzt eine eklige.
Ah, das ist eklig jetzt. Weil Oxos auch auslöst. Nee, wir legen hier Mutter Nord. Ich hätte mit Fock einfach auf Pingy gehen sollen. Das war blöd von mir. Aber gut, es ist jetzt so, wie es ist. Ich brauche mehr Steine. Das steht fest. Dann spielen wir halt jetzt noch mal gelb. Ja, nicht im Pingi jetzt. Nicht im Pingi rein. Der Rest ist egal. Wir haben unten in der Ecke grün. Für El Nadahar. So, wir bekommen jetzt auch wieder Minions. Wenn wir jetzt vorher in Sif reinspielen könnten, dann zerstören die sich alle so ein bisschen selber. Also, was heißt alle? Nicht alle, aber drei. Fock hat sich verabschiedet, okay. Wir können uns hier grün vorbereiten. Sif löst aus, was ja gut ist. Ach so, ich musste Sabina ja benutzen. Ja, ich brauche einmal grün. Und wieder löst Pingy aus, ey. Mann, du. Zu viele Minions. 3, 6, 8. Alter. Lass den Mist. Lass Sabina da in Ruhe. Gut, dann müssen wir wieder lila spielen, ey. Wir haben wieder Minions. Ich kann mir grün vorbereiten. Lass Sabina im Frieden. Okay, da ist grün. So, jetzt können wir hier was starten, ey. Jetzt können wir hier was starten. Ich denke, wir sollten jetzt Octros legen. Wie viel hat er denn? 814 plus die Minions. Nee, El Nadahar geht erstmal auf die Mitte. So. Okay. Dann. Legen wir Octros. So. Der ist weg. Weg mit dem Mistkerl. Ja, Sif. Nein, warum löst Sif nicht aus? Junge, Alter, ist das dein Ernst? Was ist das hier für ein Krampf? Die hätten jetzt schon down sein können, Mensch. Okay, so, jetzt auf Pingy. Ich sagte auf Pingy, weg mit ihm. Lila können wir in Ziff reinspielen. Und das sollte es jetzt auch gleich gewesen sein. Das war wirklich ein Krampf jetzt. Aber haben wir ja trotzdem noch gut gemacht. Sehr schön. Ja, auf geht's ins letzte Match für heute. Was heißt für heute allgemein? Dann bin ich durch mit dem Krieg. Ja. Harmloser Gegner eigentlich, ne? Sogar ein 4 Sterne dabei. Aber gut. Okay, wir können hier noch mal in ihn reinspielen. Leider kein. Okay, doch, jetzt können wir. Ah, schade, doch nicht mehr. Jetzt hat Cat schon ausgelöst, aber das ist auch nicht weiter tragisch. Mal gucken, ob Blau hochkommt. Ja, okay. Damit können wir arbeiten. Ja, ich habe diesen behinderten Mana Reduction Debuff auf Krampus, deswegen ist er jetzt auch nicht voll.
Ich denke, ich hole mir die. Ja, ich hole mir den Stein für Krampus. So, wie lange haben die jetzt noch? Dodge, 2 Züge. Okay, dann kann ich einen Grabmacher reinspielen. Ich kann nochmal einen Grabmacher reinspielen. So. Und das war's dann auch schon. Oh, der Marlin. Das ist ein schöner Held. Ja, egal, wir feuern jetzt hier ab. So, Specials. Let's go. Dann spielen wir noch ein bisschen in Cat. Weg ist sie. Krampus ist immer noch aktiv. So, Morell, wir holen uns noch mehr Minions. Jetzt hat Sturmfang wieder einen Minion, ey. Mein Gott. Ja, das machen wir so. Und dann spielen wir weiter einen Sturmfang rein. Sehr schön. Okay. Morell. Okay, Vivica will wohl nicht aufgeben, so wie es scheint. Sehr gut, wurde auch Zeit. Dann können wir uns das Ganze nochmal angucken. 70 Angriffe haben wir noch offen. Die noch 82. Ach, das ist ja 12 Angriffe Differenz und wir führen mit 500 Punkten fast. Ja. Alles gut. Ja, das war mein Krieg. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.